Okay, ich nehme es auch, hab jetzt nämlich auf. Und genauso war das bei mir. Ich lag auch auf dem Haus und wurde angegriffen von verschiedenen Seiten. Du hast auf diesem Haus so eine geile Position. Nur wie gesagt, der BTR hat mich irgendwann mal erwischt. Aber ansonsten ging es mir da oben echt gut. Selbst die Helis habe ich verjagt. Das ging Auge, du hast wunderbar. dich verraten. Warum? Der hört die Zombies, Zombies. oder? Weil du unten an die vorbeigelaufen bist. Kann mir mal einer kurz ein Status-Update geben, damit ich mich auch Naja, einmischen kann? der darf ruhig wissen, dass ich hier Du bin. bist direkt unten vor ihm, Scarface. Vor dem Hochhaus, wo du jetzt gerade stehst, ist der oben drauf. Ach ja, okay. Der darf ruhig wissen, dass ich hier bin. Ja, der guckt jetzt nur noch die Tür an, weil der glaubt, du kommst hoch. Ne, da ist ein Zombie gekommen. Die Tür hoch. Wollt Der er muss den da in. hinten? Nimmt er wieder die M9, so wie gerade. Alter, wie viele Zombies laufen hier unten rum? Okay. Der ist auf deiner Seite, Auke. Jetzt sind wir die M9 raus. Du wartet wahrscheinlich auf den Zombie, der da rauskommt. Vorne, guck mal, wie hoch der schon zieht. Siehst du das? Der weiß ganz genau, wie hoch der schießen muss. Hat der gerade auch zwei Schüsse, beide Zombies tot. Wen zielt der denn jetzt? Weil mich Auf die kann er nicht mehr Zombies. sehen. Nee, es geht um Zombies Zombies. im Moment. Wir hatten den Zombie erschossen da hinten. Ich. Ach, deswegen. Ich denke eben, wie viel fällt der Zombie da hinten um? Weil die Zombies laufen auf dem Dach auch so geil, ne? Die laufen ganz außen rum. Bam! Hast du gesehen? Irgendjemand hat die aber laut geschossen jetzt, ne? Ja, Ja. er oben auf dem Dach. Weil die Zombies freaken da unten jetzt voll ab deswegen. Ja, er hat hier oben laut geschossen. Er ist aufgestanden. Scarface ist auch da unten, ne? Okay. Ja, Scarface ist da links unten. Von dem Typ aus gesehen. Er hat wieder geschossen auf den Zombie. Jetzt rollt er sich ein bisschen rum. Jetzt geht Toll. er an die Tür, okay. Beobachtet die Tür. Jetzt guckt er wieder mal zu Richtung Godspeed grob. Also nicht, dass er es bis jetzt gemerkt hat. Hier unten schießt jemand mit einer L85. Das Scarface. ist der Scarface, der Jetzt gleich hat er von den dich. Zombies stirbt. Ich glaube, jetzt hat er dich gesehen. Jetzt ist er an die Seite, hat nämlich runtergeguckt. Mich? Was, Hat der er hat mich gesehen? gesehen? Scarface. Nein, nicht gesehen, aber vermutet, weil du hast ja geschossen. Ich weiß, wovon die Schüsse kommen. Ja, war auch eine andere Waffe, ne? Der guckt nach dir. Soll er doch. Ich muss hier erstmal das Zombie-Problem in den Griff kriegen. Auke könnte ihn von hinten jetzt vielleicht sehen. Er kniet nämlich gerade auf dem Dach. Ja, auch ist er 150 Meter weg, glaube ich. Wenn er Höhe hat, dann könnte er ihn sehen. Ich könnte mich ja eigentlich hoch zu ihm porten. Unsichtbar. Den gerade nicht. Oh, dieser Drecks-Zombie Der ist auf hier. der Rückseite vom Gebäude an so einer Ecke, kniet er gerade und versucht Scarface zu sehen. Ah, ja. Wow! Jo, du hast ihn getroffen. Ja, er blutet, er blutet. Ich glaube, mein ganzes Hat 6000 5000. Blut. 6000, meine ich, stimmt. Nicht schlecht. Jetzt hat er sich natürlich umgedreht. Und guck zu dir. Und ja, er muss jetzt nicht mehr Alter. verbinden. Er sieht dich auf jeden Fall laufen. Ja, ich sehe dich jetzt auch, genau. Der Jetzt darf sieht man mich dich. natürlich laufen sehen. Ich habe da kein Problem mit, wenn er mich laufen sieht. Jetzt aimt er wahrscheinlich wieder. Ja, jetzt geht er Alter, erstmal diese krabbelt da Zombies hin. sind hier. Achtung! Ja, jetzt, er sieht mich nicht mehr. Er kann mich nicht mehr sehen. Jetzt nicht, ne? Weil ich jetzt hinter der Fire Station bin. Genau. Ja, doch, ich hab dich da eben laufen sehen, okay. Ja, jetzt hat er dich so ein bisschen hier im Fokus. Sitzt du da Na in so einem. toll. Irgendjemand hat gerade einen Knochen gebrochen, das hat man bis hier hochgehört. Jetzt rennt er rüber, zu dem, der sich Knochen gebrochen hat. Da kommt oben ein Zombie aus dem Dach. Okay. Was muss der jetzt Alter, denken? ey. Was geht denn da ab, ey? Drei Fronten hat er jetzt schon. Nur noch 6000 Blut. Scarface ist killed. Lol. Ja, ey, das ging ja gar nicht. Ey, da waren 500 Zombies in meinem Gebäude drin. Ja. Du kommst gar nicht raus. Wollen wir es mal spannend machen? Wollen wir ihm mal eine gescheite Knarre geben? Habe ich auch schon. Legt immer eine M110 ins Visier. Ach, ins Inventar.
Dann musst du mich aber wiederbeleben. Für 2 gegen 1. Ich dachte da eher an so eine Thermowaffe oder so. Beleb mich mal einer wieder, damit ich mal. Thermosniper. Bitte. Ja. Aber ich nehme auf, ich kann jetzt nicht raus aus dem Dings. Muss jemand anders machen. Mach ich. Aber du bist doch eigentlich offiziell gestorben, oder nicht? Das war nicht offiziell, das war inoffiziell. Das war Special Agent, war das. Der ist jetzt leider aufgefressen worden von Zombies. Ich muss mich eben einloggen. Dauert einen Moment. Aber das ist ja schon mal schön, dass meins wieder funktioniert. Hat das wohl doch geklappt. Weil der installiert die von alleine die Dateien, wenn du das Spiel wieder startest. Okay, macht er so einen File-Check. Ja, jetzt guckt er die ganze Zeit zur Tür. Tür guckt er? Ja, zur Tür auf dem Gebäude halt, ne? Ich vermute, dass er gerade vielleicht eben kurz AFK ist. Wow, wow, du bist auf dem anderen Gebäude oben drauf. Du hast ihn getroffen. Er hat aber noch Blut. Bewegt er sich denn? Ja, er hat sich hinter das Ding geschlichen. Ja. Er verliert aber kein Blut. Also er blutet nicht. Er guckt in dritter Person. Aber er hat eine scheiß Waffe dafür, um dich dahin zu erwischen. Ja, ich auch. Wie man merkt. Dass ich ihn überhaupt getroffen habe. Weil er hat definitiv eine Kurzschlussreaktion gehabt. Er hat Stress gerade, das merkt man. Direkt als ich geschossen habe, hat er auf die Tür geschossen, wie so ein Irrer. Lebe ich wieder? Nein. Ich hab doch gesagt, dauert einen Moment. Muss mich einloggen. Sofort, so, wo ist er denn? Scarf. Ich komme nicht aufs andere Hausdach, scheiße. So, und wer geht jetzt in seine Gruppe? Soll ich mich mal als Admin zu ihm porten und sagen, komm, ich helfe dir? Das ist ja total gecheatet. Das, was die anderen beiden machen, ist auch gecheatet. Wir sagen den ja quasi, wo er ist. Ey, wieso? Der hält sich aber dafür gut. Du kannst wieder rein. Godspeed könnte das machen. Das ist der Einzige, der momentan nicht als Clown online ist. Was denn? Du könntest dich ihm anschließen jetzt. Hat der nicht zu essen? Oh, der blutet wieder, oder? Nee. Hier oben ist ein Safe drauf, das ist ja schön. Hat der denn kein Essen und Trinken dabei? Also dann sollte er sich was trinken. Der hat eine positive Humanity, ne? Der hat fast 6000 Humanity. Ja, der hat aber auch auf Clowns geschossen. Ja, aber ich wundert's nur. Ist auch ganz schön gut ausgerüstet. Hat der was zu trinken, aber nichts zu essen dabei. Ich war am Bluten, jetzt hab ich's. Ja, die Anzeige rechts ist alles deins. Ja, hab ich jetzt auch gemerkt. Der weiß, glaube ich, nicht, wo du bist, oder? Guck mal, schießt wild rum und ich habe geantwortet, aber der hat, glaube ich, nicht gemerkt, wo ich bin, nee. Ich kann es noch nicht genau sagen. Woher weiß ich denn, ob er scoped oder nicht? Was würden wir nur alle machen, wenn sie dritte Person nicht gäbe? Eigentlich schon fast lieber ohne dritte Person. Aber du siehst ja, kann ohne dritte Person schaffst du es nicht. Ja, ist im echten Leben hast du auch keine dritte Person. Ja. Kannte man das nicht irgendwo ausschalten? Das kannst du als Server-Admin ausschalten, ja. Ich meine auch, irgendwo in der Server-Einstellung geht das. Können wir nicht ausschalten. Kommt gar kein Spieler mehr. Nee, nee. Das ist ja ein anderes Schwierigkeitsgrad. In neben die Godspeed, ne? Okay. Ich könnte ja mittlerweile wieder hier sein, theoretisch. Deswegen laufe ich jetzt hier auch rum. Also bei mir steht das Blutungszeichen, aber ich blute nicht.